Hey Leute, so komplex unser Gehirn ist, es gibt wahnsinnig viele Erkrankungen im psychischen und neurologischen Bereich, die wenig erforscht sind. Deswegen haben wir heute für euch 5 bizarre neurologische Störungen, die wirklich sonderbar sind. Nummer 5. Fremdsprachenakzentsyndrom. Klingt komisch, ist aber so. Diese neurologische Erkrankung tritt gelegentlich nach einem Schlaganfall oder Schädel-Hirntrauma auf. Nicht, dass die Folgen dieser bereits genug wären. Bei dem Syndrom kommt es zur Veränderung der Sprachmelodie. Dadurch erscheint das Gesprochene für Außenstehende wie eine ganz andere Sprache, da es zum Beispiel einen ähnlichen Akzent wie Chinesisch oder Spanisch aufweist. Wenn eine Thüringerin dann auf einmal mit Schweizer Akzent redet, kann das im ersten Moment schon lustig werden, ist für die Betroffenen allerdings oft sehr belastend, verständlicherweise. Weiter mit der 4. Alice im Wunderland-Syndrom. Das Märchen von Alice im Wunderland kennt wohl jeder, aber was ist daran krankhaft? Die Betroffenen dieses Syndroms nehmen ihre Umgebung infolge einer Art Halluzination verändert wahr. Es gilt zwar nicht als eigene Krankheit, tritt aber meistens als Begleiterscheinung bei Migräne oder kurz vor epileptischen Anfällen ein. Der Effekt kann allerdings auch durch Drogen hervorgerufen werden. Auf das Märchen bezieht man sich, da es oft zu Halluzinationen kommt, in denen Objekte größer oder kleiner erscheinen können als üblich. Und die 3. Alien-Hand-Syndrom. Hierbei handelt es sich um eine sehr seltene neurologische Störung, bei der die Betroffenen keine Kontrolle mehr über eine ihrer Hände haben. Sie empfinden die sogenannte Alien-Hand als fremd und dem eigenen Körper nicht mehr zugehörig. Die Störung kann nach Schlaganfällen oder Infektionen auftreten, sie wird jedoch auch mit Split-Brain-Patienten in Verbindung gebracht. Bei diesen Menschen ist im Gehirn das Corpus callosum, also der Hirnbalken, durchtrennt. Da die beiden Hirnhälften keine Verbindung mehr haben, kann so zum Beispiel mit der Alienhand die genaue Form eines Gegenstandes nicht mehr ertastet werden. Das ist ganz schön krass. Stellt euch mal vor, eure rechte Hand oder eure linke Hand würde auf einmal nicht mehr fühlen, was ihr anfasst. Kommen wir zur Nummer 2. Kapgras-Syndrom. Das Kapgras-Syndrom ist nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige besonders schwierig. Der Erkrankte glaubt, dass nahestehende Personen durch Doppelgänger ausgetauscht worden sind. Lange wurde angenommen, dass es mit der Prosopagnosie zusammenhängt, also der Unfähigkeit, Gesichter zu erkennen. Jedoch wurde dies erst kürzlich ausgeschlossen. Die Erkrankung kann im Einzelnen auftreten, aber auch im Rahmen anderer Erkrankungen wie Demenz. Da es sich gut für abgefahrene Geschichten und Wahnvorstellungen eignet, wurde es oft in Romanen und Filmen thematisiert. Und damit wären wir auch schon bei der Nummer 1. Exploding Head Syndrome. Dieses Syndrom sorgt bei den Betroffenen beim Einschlafen oder Aufwachen für laute Geräusche und ein explosives Gefühl. Es können außerdem Angst- und Lichtblitze auftauchen. Es ist eine außergewöhnliche akustische Halluzination, da sie vor allem bei Menschen aufzutreten scheint, die nicht ganz wach sind. Ursache und Wirkung des Exploding Head Syndrome sind nicht bekannt. Es ist jedoch mittlerweile klar, dass sie häufig bei jungen Menschen auftritt. Bei einer Umfrage unter Studenten gab fast ein Fünftel an, bereits mindestens einmal an EHS gelitten zu haben. Auffällig dabei ist, dass fast ein Drittel dieser Menschen angaben, unabhängig davon schon mal eine Schlaflähmung gehabt zu haben. Oha, von akustischen Halluzinationen zu Lähmung. Das klingt ganz schön unangenehm. Ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns eine positive Bewertung da und teilt das Video mit euren Freunden. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Bleibt gesund. Peace out.